ja, was war sein? Ich gehe jetzt auch wieder so einen Schritt zurück in die Heimat, oder? Erstmal vielen Dank. Hallo Musti. 25 Tage nach dem Pokalfinale geht es wieder weiter in Dägerloch. Saisonauftakt im ADM Sportpark. Traumhaftes Wetter, Neuzugänge. Wie hat es sich angefühlt, dass ihr euch alle wieder gesehen haben? Sehr gut. Also die Vorfreude ist schon riesig, muss ich sagen. Auch wenn die Pause jetzt nicht zu lang war. Das hat jetzt nichts von der Vorfreude weggenommen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ist jetzt eine Regionalliga-Vorbereitung mit vielen neuen Gesichtern auch mit dabei. Ja. Wir konnten unsere Mannschaft zusammenhalten. Man hat sich auch aufs Wiedersehen gefreut. Ich glaube, jeder Einzelne. Und daher, wie gesagt, war es einfach toll, jetzt wieder auf dem Platz zu stehen. Jetzt haben wir heute, glaube ich, 6 Neuzugänge dabei gehabt. Vom Torhüter bis in die Sturmspitze. Wie haben sich die Neuen präsentiert? Ja, wir haben da jetzt inhaltlich, wie gesagt, es ist heute so ein Ankommen. Die Jungs waren auch gestern teilweise unterwegs, lange Strecken gehabt. Haben, ja, je nachdem, von zu Hause weg gewesen. Und da ist es wichtig, dass jetzt alle erstmal ankommen. Und ja, das ist so vom Inhalt her das Wichtigste erstmal. Wie geht es jetzt diese Woche weiter? Ja, wir werden jetzt Mittagessen gehen für heute mal. Dann haben wir nachher nochmal eine Einheit auf dem Platz. Und dann sind wir natürlich jeden Tag auf dem Platz. Ich denke, es wird wichtig sein, dass man schnellstmöglich die neuen Spieler mit in die Mannschaft integriert, dass man schnell zueinander findet. Ja. Diese verschworene Gemeinschaft, die wir ohnehin schon haben, die wollen wir weiterhin aufrechterhalten mit den neuen Spielern, die da schnell integrieren. Und dann natürlich nochmal weitere Stärke zu unseren Stärken dazugewinnen. Ja. Und dann geht es am Samstag schon los mit dem ersten Testspiel in Göppingen. Ja, genau. Da haben wir gleich mal einen Wettkampf gegen einen guten Gegner, wo gleich jeder mal zeigen kann, wie fit er ist, ja, wie gut er gearbeitet hat, auch in der Pause. Und dann haben wir immer noch 5 Wochen Zeit, um dann zum ersten Spieltag auf den Tag genau topfit zu sein. Dann freuen wir uns jetzt auf eine schöne Vorbereitung. Wir berichten regelmäßig und auf die ersten Testspiele. Danke, bis dann. Danke, Musti.